So, lange ist es her und es geht weiter mit Yu-Gi-Oh! Ja, während dieser Zeit habe ich versucht, mir etwas einfallen lassen, um den, um das Englische zu fixen. Und zwar habe ich hier neben dran bei mir das Originalspiel auf dem Nintendo DS und das ist auf Deutsch. Und immer wenn ein Dialog, so wie jetzt dann gleich gezeigt wird, ja, werde ich es vom DS aus synchronisieren. Das werdet ihr dann schon merken. Und dann fangen wir mal weiter an. Ja. Also, was willst du mit diesem Duel-Runner machen? Ich trenne mich von ihm für 1000 Battle Points. Ja, die geben wir natürlich aus. So. Moment, jetzt war es noch bei mir. Okay, dann abgemacht. Da hast du echt einen guten Kauf abgeschlossen. Und weil ich heute echt gute Laune bin, weil ich heute echt gute Laune habe, gebe ich dir nur noch einen Bonus. Du hängst gerade in der U-Bahn ab, oder? Dann liefere ich dir den Duel, den Du, D, D-Runner, schnell dorthin. So. Also dann, das läuft ja prima. Du hast dir gerade deinen eigenen Duel-Runner gekauft. Also vertraue mir, lassen wir ihn das Teil direkt zur U-Bahn liefern. Moment, ich muss es hier noch. So. Geh doch schon mal. Geh mal zurück, wir kommen ein bisschen später nach. So. Okay, dann gehen wir mal zurück zur U-Bahn. Ach ja, die Spiegelkraft und die ganzen Karten, die wir gekauft haben, die haben wir komplett verloren, weil ich eine neue ROM nehmen musste. Ja, ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Moment. Wobei, die hört's ja eh übers andere jetzt, ne? Also gut, dann ist wieder laut. So. Und da ist es, unser D-Runner. Moment, ich muss es noch auf dem DS nachspielen. Also auf dem DS habe ich da Cheats bei den Duellen. Moment, Moment, Moment. Dauert ein kleines bisschen. Ich gehe jetzt gerade rein in die U-Bahn und da ist es, jawohl. Ein dir unbekannter Duellrunner wurde zu dir gebracht. Könnte das der sein, den du vorhin gekauft hast? Natürlich. Was ist das? Dieses Duellrunner ist sehr merkwürdig. Hey Leute, ist der D-Runner schon angekommen? Aha. Ah, hier ist er. Komm, wir schauen ihn uns mal an. Sieht aus, als hätte er einen ziemlich einfachen Rahmen. Aber es scheint ein sehr aktuelles Modell zu sein. Sieht sehr cool aus. Es scheint ein paar Änderungen vorgenommen worden zu sein. Scheint so, als hätte das Ding ordentlich Speed. ach. Oh nein, was zum... Er hat gar keinen Motor. Oh nein, auch keine CPU. Ein Dual-Runner ohne Motor und CPU bringt nichts. Nicht unfassbar. Nicht fahrbar. Wir wurden reingelegt. Ja, knie nieder vor deinem Meister. Tut mir leid, Kevin LP. Es tut mir wirklich leid. Das ist meine Schuld, nur weil ich diesen Mistkerl geglaubt habe. Oh, so ein. Stell dir mal vor, noch so ein Schrott zu verkaufen. Stell dir mal vor, so ein Stück Schrott zu verkaufen. Ich werde mich beschweren gehen. Ja, es geht er weg. Okay, dann folgt man ihn einfach mal. Was haben wir jetzt schon zu verlieren? Dann machen wir keine Pause. Moment. So, weiter geht's. Und was passiert hier? Ey, du Wichser, du! Hey, du Betrüger! Hey, was zum Teufel? Oh mein Gott, das ist mir peinlich. Blitz wurde entführt. Beeil dich und rette ihn. Jo. Ah, da ist ein Item. Weil die Mama hätte ein bisschen laut, leise. Okay. So, das ist Staubtornado, die haben wir schon. Gehen wir mal in dieses Gebäude rein. Ah, jetzt. Da, das.
das Moment, die Türen sind verschlossen, du kannst nicht hinein, du hörst leise Stimmen im Blitzmuster drin sein. Reim sie sogar. Du musst Blitzschnell helfen, da sollst du schnell deinen Freunden die Lage erklären. Okay. Das sind nicht meine Freunde. Es sind nur... Idioten, die ich zufällig kennengelernt habe durch ein Spiel namens Yu-Gi-Oh! Und irgendwie läuft bei mir so langsam. Moment, ich muss nachlatschen. Oh Mann, das vergesse ich ständig. Okay. Hey Kevin AP, wie geht es? Moment, ich übersetze das so. Blitz, was ist mit ihm? Ich versuche ja. Moment, jetzt habe ich es gleich. Was ist Blitz, was ist plötzlich los? Was? Der komische Typ namens Outlaw. Oh nein, er hat sich mit ihm angelegt? Das ist gar nicht gut. Kevin AP erforsche das verlassene Gebäude noch einmal. Ich sag's den anderen. Was für ein Idiot, wie peinlich das ist das nur. Naja. Okay, dann lautet schon mal zurück, wie Tengis gesagt hat. Ah, da ist er. Ne, ist. Oder ist es ein Typ? Was? Wer weißt du? Ach, ständig dieses Nachlaufen. Dieses verlassene Gebäude ist ein Sammelplatz für Verbrecher. Du solltest dich dort fernhalten. Sonst kommst du in Schwierigkeiten oder so, keine Ahnung. Also, was hast du zu quatschen? Warum beschwerst du dich? Ich habe den D-Runner gegeben, ey! Was ist dieser Kerl? Eine Ahnung? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Wenn du mich besiegst, dann werde ich dir verraten. Wie sieht's aus? Ja, klar. Sehr schön, ne. Lass dir Zeit, du blöst sowieso. Und weil es geht weiter mit dem Kampf. Masterful Magician, okay, auf Deutsch Meistermagier und im Englischen, ja, Masterful Magician. Gut, wir haben immer noch das Starterdeck. Ach, bla, Papier, ist mir eigentlich egal, wer anfängt. So, dann kurz ab und weiter. First to go, schaffen wir mal als Erster. Dann denkst du, du kannst gewinnen, ja, so. Okay. Die Karten, die übersetze ich mal nicht, weil das ist ja zufällig. Okay, setzen wir erstmal eine gute Verteidigung auf. Oder in diesem Mal Angriff. Und zwar, ja, das muss fürs Erste reichen. Endphase. Jetzt kommt Morrowind Musik. Okay, jetzt ist eine Karte verdeckt. Und ein Monster. Ja, dann sehen wir einfach mal. Moment, ich tippe mal beim schnell beim DS. Scheiße, das schießt für ein Ding das aus, okay. Ich mach mal hier später Pause, dann wenn ich das hab. Okay, dann machen wir eine Zwilling oder so. Ne, machen wir es mit Grandma. Dann können wir es eine Verdeckte zerstören. Und weg mit deiner Verdecken. Was hast du denn da versteckt für eine... Ah, sein Mods können wir auch zerstören. Ich bin aber scharf auf seine Zauber- und Fallenkarten. Zauberhüte. Ja, egal. Greifen wir ihn einfach mal an. Ach, scheiße. Der Effekt von der zerstört ein Monster auf dem Feld. Und welches Monster wird er wohl zerstören? Natürlich unseres. Scheiße. Ja, jetzt können wir nichts mehr machen. Er ist dran. Mein Zug, ich ziehe, ja. Oh, die Karte ist gut. Die ist super. Die kriegt eine Zauber-10-Marke und die kann entfernen und eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören, egal welche. Ja, wir kriegen erstmal fast 2000 Schaden. Jetzt haben wir nur noch 6-1. Ah, wir können uns gut verteidigen und zwar mit diesem hier, mit unserem X-Säbel. Ja, stellen wir unser Glück mal wieder auf die Probe. Cup of Ace. Ja, das war die Karte, okay. Annulliert einen Effekt, aber wir können eine Zauberkarte abwerfen und den Effekt annullieren. Aber so wichtig ist mir die Karte eigentlich nicht. Deswegen lassen wir sie einfach mal zerstören. So. Gut, jetzt spiele ich mal, ja, gut, ich meine, wenn wir die, ja, die müssen wir sogar spielen, ne? Ja.
Wir hätten aber auch die hier spielen können, den Kombi mit der hier. Und dann, ja, egal. Es gibt mehr Möglichkeiten, wie Yu-Gi-Oh! Zu spielen, aber ich glaube, die ist ganz okay. Zack, er kriegt 200 Schaden. Die heben wir uns auf, wenn es kritisch wird. Und Endphase, er ist wieder dran. Er hat 4 Karten insgesamt. Eine aber verdeckt gesetzt, die müsste ihn verteidigen. Das ist eine Chance von 25%, dass die wirklich effektiv sind, weil ja eine von seinen Karten ist bestimmt eine effektive. Okay, dann machen wir mal eine Synchro einfach mal. Oder nein, machen wir nicht. Weil wir haben zwei Monster, können wir nur. Wenn wir eine Synchro gemacht hätten, könnten wir nur einmal angreifen. Und das ist nicht so gut, weil dann können wir ihn dann nicht mehr direkt reingreifen. Wenn wir die zwei allerdings jetzt haben. Und, ach, scheiße, es kann kein Monster mehr angreifen. Okay, dann machen wir die Synchro eben jetzt. Das ist der Effekt von der Karte. Wenn die zerstört wird, endet die Battle Phase. Na gut, dann machen wir die Synchro einfach mal. So, sie Lebenstrasse. Und Staubtornado, verdammt, Gott, Endphase. Ja, okay, er denkt nach, Endphase. Ja, er kann nichts machen, anscheinend hat er kein Monster oder vielleicht nur das Tributmonster auf seiner Hand, die er nicht spielen kann. Ja gut, dann nutzen wir diese... Dann nutzen wir unsere Chance und greifen extrem an. Ja, wir haben weniger Lebenspunkte als er, das heißt, instabile Evolution wirkt sehr gut. Und wir können sie Kreber uns ausrüsten. Aber wenn wir mit Kreber uns dann angegriffen haben, dann haben wir mehr Lebenspunkte als er. Und dann werden seine Grundartika zu 1000. Aber der Vorteil an Krebons ist, wir können jederzeit 800 Lebenspunkte opfern, um Krebons zu beschützen. Bei einem Angriff. So. Jetzt hat er sehr viel Schaden gekriegt. Und hat nur noch 3000. Sieht nicht gut für ihn aus. So, was macht er? Er legt nur eine verdeckte. Kann aber auch eine sein, die nichts bringt. Aber egal, wir zerstören es einfach mit Staubtornado. Oh, weg damit. Was hat er denn da? Top-Trick, als sage ich ja, ein Idiot, das benutzen kann. Der hat er nur gespielt, um uns abzuschrecken, damit wir vielleicht nicht angreifen und damit er sich noch retten kann. Ja, jetzt müssen wir einfach nur angreifen und dann haben wir gewonnen. Und das machen wir auch. Außer Kuribo auf der Hand, aber sein Deck hat kein Kuribo. Und aus. So. I win. Gut, haben wir irgendeinen Bonus bekommen? Nein, haben wir nicht, okay. Ach, und ich muss wieder übersetzen, aber zuerst muss ich mein DS mal wieder synchronisieren mit dem und dann sehen wir uns gleich wieder. Huch, heute ist wohl nicht mein Tag. Deine Freunde sind im Gebäude. Das hätte ich jetzt ohne Ding mehr übersetzen können, naja. So, er sperrt uns auf, wie freundlich. Und wir gehen einfach mal rein. Aha. Was bist du für einer? Hey, du! Wie bist du hier reingekommen? Das ist unsere Gegend, raus hier! Wenn du nicht verschwindest, mach ich dich in einem Duell fertig. Ja, du, ja, okay, ich will es drauf anlegen. Weil ich später aber bloß nicht. Okay, los! Zeit für ein Duell! So, unser, ja, das Gegner heißt Igas Drachen. Auf Deutsch, ja, Ida Drachen. Vielleicht zu übersetzen. Ja, okay, wir haben verloren, es interessiert mich aber nicht. Bei mir ist eh egal, das zeige ich immer in jedem Duell, ich weiß, aber es stimmt. Ich muss dauernd husten, hätte ich vielleicht nie husten sollen, bevor ich angefangen habe, die Aufnahme zu machen. Okay, er legt eine Karte, zwei Karten auf dem Friedhof. Die haben sicher irgendeinen... Ja, der wird wahrscheinlich einen Hintergrund haben, warum er das macht. Ja, ziehen wir erst einmal, okay. Mal schauen, welche er auf dem Friedhof gelegt hat. Okay, die Karte ist gut. Wenn sein Feld keine Zauber- oder Feindkarte hat, kann er selber Spezialbeschwören in seiner Standby-Phase.
Die, ja, keine Ahnung, was die auf dem Friedhof soll. Field to the Graveyard. By sending this face-up card from the Field to the Graveyard Special Super Normal. Ich glaube, wenn die verdeckte Karte zerstört wird oder so, weiß gar nicht. Naja, wir werden schon sehen. Also, dann kommt jetzt X-Selbe an der Pelle. Und die verdeckt. Der greift natürlich an. Bam. Löwenzahn auf Deutsch. Wenn die Karte auf den Friedhof geschickt wird, kriegt er zwei Spielmarken, die er wahrscheinlich opfern wird für ein starkes Drachenmonster. Als falls es zu stark wird, haben wir immer noch unser Klanghühnchen, mit dem wir uns verteidigen können. Mal schauen, was kommt. Baildol. Was macht denn die? Zerstört sie eine verdeckte, oder? Force the activate of the... okay, deck eine Fallenkarte auf und wenn es eine Fallenkarte ist, wird zerstört, naja. Okay, in dem Fall hat er recht und sie wird zerstört, oder? Ach so, Zwangsaktivierung heißt die. Das heißt, wir müssen jetzt die Falle aktivieren. Durch den Effekt der Karte, die er gespielt hat. Und jetzt zerstört er sie. Der Vorteil an der Karte ist, wir kriegen 1000 Lebenspunkte. Aber dafür ist unser Monster weg. Jetzt brauchst du nur noch ein starkes Monster zu spielen. Und wir haben Probleme. So, machen wir wieder Glücksspiel. Soll ja bekanntlich illegal sein. Nicht aber bei mir in diesem Spiel. Ja, und wir hatten Pech. Jetzt die zwei. Spiel mal Krebons. Wir müssen angreifen und uns gleichzeitig verteidigen, weil man sie jederzeit opfern kann. Und Krebons ist dafür perfekt geeignet. Denn jetzt zerstören wir erstmal eine Spielmarke, damit er ein Monster weniger hat, damit er schwerer hat, ein Monster zu spielen durch eine Tributbeschwörung. So. Maskierter Drache. Nicht gut. Ja, jetzt kommt der Effekt von Krebons. Wir wollen ja unser Monster auf dem Feld behalten. Jetzt opfern wir mal die 800, die er uns gegeben hat. Dafür können wir jetzt eine Synchro machen. Oder können wir? 2, 1, ne, können wir nicht, wir haben zu wenig Sterne. Das ist ungünstig und unser Rechner, der wird auch schwach sein, wenn wir ihn beschwören sollten. Ich fürchte, wir müssen noch warten, bevor wir richtig effektiv angreifen können. Machen wir erst einmal seine Spielmarke kaputt. So. Und dann setzen wir einfach mal magische Stärke verdeckt in Kombi mit Twister. So. Ach, stampfende Zerstörung. Zerstört eine verdeckte Karte von uns und fügt uns 500 Schaden zu. Da ich das nicht will, kommen jetzt die hier. So ungern, so leid es mir tut, ich muss den Rechner abschweißen, weil unser Klanghütchen brauchen wir zum Verteidigen. Weil ich mir sicher ist, dass er irgendwann mal ein starkes Monster spielt. Bei Drachen sind ja bekanntlich starke Monster. Ich mach mal kurz meine Musik. Ja, die hört so leider nicht. Die tue ich ja dann einfügen mit meinem Movie Maker. Kann sein, dass ihr ein bisschen was hört. So, ich ziehe. jetzt haben wir die Möglichkeit, den maskierten Drachen fertig zu machen. Aber ich glaube, der hat den letzten Zug schon angegriffen, ne? Gut, dann lassen wir ihn mal angreifen. Was war denn da jetzt los? Naja. Eieiei, rotäugiger. Keine Ahnung. Mal schauen. Unser Krebons hat 1200 und sein. Naja. Da bringen uns die Verstärkung wenig, aber wir können seinen maskierten Drachen zerstören. Aber wenn wir das machen, kann er ein neues Monster beschwören. Deswegen opfern wir mal ein bisschen Lebenspunkte jetzt momentan. Damit wir effektiv dann verteidigen können. Also, ja, angreifen, sag mal so. Riesen da. So. Okay. Jetzt machen wir kurz Pause. Micha Häschen, wieder eine Verteidigungskarte. So, jetzt will ich eigentlich nicht mehr mit Krebons verteidigen, weil ich nicht mehr so viele Lebenspunkte opfern will. Bei 1.
5, wir können 5 Sterne Monster zusammenrufen. Wenn es klappt, also Krebern sollten wir noch draußen halten. Jetzt haben wir erst einmal die Kombi mit Verstärkung auf Krebons. Er erhöht seine Angriff Punkte um 500, jetzt hat er 1700, stärker als der maskierte Drache. Jetzt kann er einen Drachenmonster mit einer Verteidigung von 1000, mit einer Attacke von 1500 Spezial beschwören. Und er nimmt einen zweiten maskierten Drachen. Auf diese Weise kann man viele Monsterketten machen, zum Beispiel mit mystische Tomate geht es auch. Oder mit Pyramidenschildkröte. Oh nein, jetzt opfert er unsere Monster. Irgendwas verschwindet. Ja, Sinister zerstört zwar eine Karte, aber der Effekt bleibt. Verdammt, es ist ein starkes Monster. Auf unsere Kosten. Ja, der schwarze Rotaugendrache. Oh nein. Aber er kann nicht angreifen wegen Seelentausch, genau. Das ist der zweite Effekt ist. Ja, gut, es ist ja riskant, aber wir müssen angreifen, können nicht ständig verteidigen. Und je mehr Monster wir loswerden, desto leichter haben wir es. So, der Effekt von der erhöht seine Angriffspunkte um 300, wenn es angreift, senkt sie aber um 500, wenn es angegriffen wird. Das heißt, Rotdrache greift dann an, dann verlieren wir im Moment, ja, 900 Life Points, würde ich sagen, oder? Ne, 1200 sogar. Ne, 1100, sorry. Jetzt habe ich richtig gerechnet. 1100 Lebenspunkte verlieren wir, wenn der Rotaugendrache unser Monster angreift. Dann haben wir nur noch 4700. Sie hätten jetzt schon im Voraus. Ja, genau. Jetzt haben wir 4700, ja. Unser Mechanismus verteidigt uns. Ja gut, das kriegt jetzt zwar Schaden durch Effekt und so. Und wir können unser Monster verdeckt setzen, aber wir brauchen endlich ein Monster, das wir beschwören können. Ja, wir können doch nur ein Mechanismus entstehen. Ja, toll. Schöpfer. Gut, jetzt müssen wir unser Glück versuchen, wenn er mit dem Monster dem hier angreift, ist es super. Aber wenn er mit dem Monster unser Klanghühnchen angreift, das wir jetzt verdeckt setzen, kann er beides zerstören. Hoffentlich reicht. Also der muss den angreifen, damit unser Plan aufgeht. Er ist Lindwurm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus gerade seht. Ja, es funktioniert. Okay. Gut, jetzt können wir den Schöpfer dann spielen. Der ist genauso stark wie der Rotaugendrache von ihm. Aber wir haben bestimmt noch ein paar Ausrüstungskarten, die unseren Schöpfer dann verstärken, den wir dann gleich beschwören nach unserem nach seinem Zug. So. Ja, sicher ist Google, super. Gut, dann spielen wir sie mal, decken wir unser Mechanismus auf, denn wir wollen ja so viel wie möglich Schaden an ihm zufügen. Und er verliert. Oh ne. Ja toll, entfernt sein Monster aus dem Spiel. Das bringt dir voll was. Wahrscheinlich will das Spiel dann da. Denkt der CPU, also der Gegner, dass. Ja, wir können auch Verteidigung spielen, das wäre auch gar nicht so schlecht. Dann würde ich 600 Schaden kriegen. Ja genau, das machen wir. Setzen wir ihn verdeckt. Ich hoffe nur, dass er keinen Adeliger der Auslöschung hat. Oder Schildstoß oder was weiß ich. Ja, jetzt kriegt er sein Monster wieder. Habe ich mir schon gedacht, ob ich sie in mein echtes Deck einbaue. Aber nee, das ist nur für ein. Ja doch, die ist gar nicht so schlecht. Die kann ich mit Gesicht des Todes irgendwie super kombinieren. Ah, ja, ist gar nicht so blöde eigentlich. Okay, er kriegt erstmal Schaden, weil unser Monster höhere Verteidigungskraft hat als seins. Na toll, jetzt macht das mit Effekten. Wie langweilig. Haben wir irgendwas, das es verhindert? Nein. Du bist langweilig, weißt du, das mache ich an Yu-Gi-Oh! Gar nicht, dass man starke Monster einfach mit Zauberkarten zerstören kann, die man so mühselig gerufen hat. Durch Taktik und so ein Scheiß. Na toll. Jetzt haben wir, glaube ich, fast verloren. Wir können nicht mehr viel machen. Wir haben insgesamt 3 Karten insgesamt und er hat 6. Und ein starkes Monster. Ich glaube, das verlieren wir. Ich
Ich weiß, ich habe vergessen, was das jetzt der Effekt von der Karte ist. Ich setze ihn in Verteidigung, okay. Ja, wir kriegen 1800 Schaden trotzdem. Mal schauen, ja, Regiekeeper, ich könnte nur sein Rotauge zerstören, aber dann werden wir trotzdem noch Schaden kriegen. Naja, Alter, Konter ist so scheiße. Verhindert den die Aktivierung einer Konter-Fallenkarte. Die ist auch scheiße. Gut, dann kommt jetzt Regiekeeper, ich schmeiß Konter ab. Mach sein stärkstes Monster fertig. Ach, mein Körper als Schutzschild. Er opfert 1500 Lebenspunkte und rettet sein Monster. Toll. Ich glaube, jetzt haben wir verloren, kann es sein? Ja, haben wir, ich spiele vor. Zweite Niederlage, toll. Naja, nicht so schlimm. Ja, ich gewonnen. Hast du ein Problem damit? Sagen wir jetzt so, selber besetzen, mach jetzt Pause, bis gleich. Gut, wir haben verloren gegen ihn, aber holen wir uns erstmal die Kiste. Was war das? Ja, Geld, glaube ich. Speichern erst einmal. Und kaufen uns mal Karten. Wir haben noch so viel Geld, kaufen uns ein paar Karten. Und tune unser Deck wieder. Ich spule mal vor, ich glaube, das Gelatsche wollt ihr nicht sehen. Ich mache mal schnell Speed. So. Hier ist der Deckladen, jawohl. Der Kartenladen, auch was auch immer. Ja, gut. Jetzt seht ihr, dass ich den Spielstand neu erstellt habe. Kaufen wir uns, ja. Warum so geizig? Nehmen wir uns all unser Geld. Immer her mit dem Karten. So, mal schauen, was wir da alles bekommen. Painful Choice. Ich glaube, die ist verboten. Ja, schauen wir uns die später im Gesamtkarten, ja, in unseren Gesamtkarten links da an. Duelist-Menü, ja, Deck Construction. Okay, und jetzt mal, ja, ich muss es mal wieder ändern. So, so ist es besser. Okay. Naja, das sind lauter normale. Wir haben jetzt Zodia zwei Teile bekommen. Hi, Maske der Finsternis und Verwandlungsflug. Die ist geil, aber verbotene kann man nicht verwenden. Finde ich eigentlich unnütz, warum man die dann eigentlich einbaut, wenn man die nicht benutzen kann. Was haben wir noch? Flammschwertkämpfer, menschlicher Wurm, 1000-äugiges Opfer können wir nicht verwenden, ist verboten. Die ist auch verboten, man zahlt 1000 Lebenspunkte, um eine Karte vor dem Gegner abzuschmeißen. Also wirklich, die hätte man doch erlauben können. Die ist auch verboten, man kann eine Zauberfallenkarte nicht sofort spielen. Was, die ist verboten? Oha. Ja, okay. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Die auch nicht, die ist auch gut. Unendliche Karten. Was ist das? Ja, komm, ist ein Ritual, Monster, Ritual, Zauberkarte, ey. Haben wir irgendwelche Monster? Gute Monster? Eine mystische Tomate, hätte man mehr, würde ich sie reintun, aber eine einzelne ist schlecht. When this card is cut directly from your hands, the graveyard, by the effect of a card controlled by your opponents. Also, wenn die Karte durch den Effekt des Gegners zerstört wurde, auf die Hand auf den Friedhof geworfen wird, kriegt der Gegner 1000 Schaden für nicht so. Aber Maske der Finsternis ist nicht schlecht. Gut, Großfeldwache können wir auch gut brauchen. Die Karte werde ich mir auch in mein echtes Deck reinbauen. Okay, welche Karten schmeißen wir denn weg? Oder brauchen wir nicht? Konter, erste Mal, wo ist die? Wo ist Konter? Versteck dich nicht hier. Was noch? Ja, die können wir durch mystische Raumtyphone ersetzen, wenn wir dann einziehen. Das ist. Ah, wenn der Karte ergegnet drei Monster kommt. Die ist gar nicht schlecht. Aber wir haben zu viele Fallen. Viel zu viele.
überarbeitet. Ja, das bin ich manchmal auch. Das Card und die ist nutzlos. Die funktioniert ja, wenn ein Zauber oder Feind von uns durch einen Effekt zerstört werden würde. Magische Störung finde ich auch nicht so der Knaller. Was, wir haben nur so wenig Zauberkarten. Oha. Und wir haben so viele Monsterfeld mega auf. Junge, Junge, Junge. Okay, welche ist denn scheiße? Oder welche brauchen wir nicht auf gut Deutsch? Wie gesagt, ja, die können wir wegtun. Normale Monster brauchen wir hier nicht. Gut, jetzt haben wir ein gutes Verhältnis. Zauberkarten, naja, es sind, haben wir ein bisschen wenig drin. Feinkarten haben wir dafür umso mehr drin. Und Monster haben wir ja auch gut. Gute Zahl. Gut, Exit Deck Construction. Speichern wir es gleich mal und nennen es. Moment. Save. Nehmen wir das mal. YouTubes Macht. Ja, was soll's. Nee, nur YouTube. 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 Zwar kein knaller Name, ich weiß, aber mir fällt keiner andere ein. Wenn ich einen gescheit einen besseren Namen finde, dann setze ich ihn noch ein. Okay, dann speichern wir das Ganze mal, damit wir es haben. Und kämpfen nochmal gegen ihn. Ich spring mal wieder vor. Ja, Tür auf, Tür auf! Aua, 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 aua! Ja, Tür auf, bist du blöd, eine Tür aufzumachen jetzt. So, damit wir entlatschen müssen, falls, ja, falls mir das Spiel abstürzt oder was auch immer. Oh, ist ja nie was passiert. Lassen wir uns erstmal voll quatschen, genau. Ja, das kennen wir schon, spulen wir es einfach mal vor. Ja, okay, Start, los geht's. Gut, ich mache mal schnell Ausnahmepause, bis gleich. Gut, Mecha-Häkchen versteckt, schauen wir erstmal, was er hat, verteidigen wir uns erst einmal. Hier ist Fallgrube, die ich reingetan habe, hat folgenden Effekt. Wenn der Gegner ein Monster mit 1000 Angriffspunkten beschwört, wird dieses Monster auf dem Friedhof gelegt. Ah, gute Kombi, er schmeißt seinen Löwenzahn auf den Friedhof und Effekt von Löwenzahn beschwert ihm 2 C-Marken, jetzt kommt noch Speerdrache hinzu. Speerdrache geht durch Verteidigung, deswegen muss ich den sofort zerstören. So, Fallgrube, weg damit. Hey, wir haben Jutte-Kämpfe auf der Hand, die ist gar nicht schlecht. So, und langsam merke ich, mein Mund wird langsam etwas trocken. Das heißt, ich werde auch bald Schluss machen mit dieser Aufnahmesession. Naja. Ja, Synchro einfach mal und holen uns den magischen Androiden, um unsere Lebenspunkte aufzufrischen. Ich wette, er hat dann wieder Szenen zerstöre. Oder wie auch immer die Karte heißt. Wie heißt die? Ja, Soul Szenen zerstöre. Taker Szenenname. Szenenübernahme oder so. Nee. Keine Ahnung. Naja, ihr wisst schon ungefähr in dem Sinne, was ich meine. Und zerstören wir erstmal in der Mindestabellenkiste. Welche schaut mich da am hässlichsten an? Rechts oder links? Rechts. Weg damit. Bam. Okay, Endphase. Wir hätten auch noch Soul Tracker vernehmen können, um uns dein zweites Monster zerstören zu können. Damit er keine Tribut. Ich wusste, es passiert. Ich wusste es einfach. Haben wir irgendwas dagegen? Nein, haben wir nicht. Toll. Super, super. Ich liebe es. Ach, wie schön. Ich liebe es doppelt. Effekt von seinen, wir schmeißen auf den Friedhof und kann die Spezialbeschwörung machen. Ja. Scheiße! Naja, wir können uns zum Glück verteidigen. Endphase.
die Verteidigung 2000 hatte. Na, dann hätten wir uns ja mit User-Kämpfer in die Verteidigungsposition legen können. Und dann vielleicht das User-Kämpfer zerstören, aber er hat viel zu viele Verteidigungspunkte dafür. So, sie haben keine andere Wahl, müssen sie jetzt durch einen Effekt zerstören. So, User-Kämpfer setzen wir jetzt einfach mal in die Angriffsposition. Die haben ja immer noch Verstärkung, falls diese angegriffen wird. Und machen seine Spielmarke platt. Er ist Vergeltung quasi. Da. Dann beenden wir unseren Zug. Ne, jetzt ist mal auf Schlüssel verdeckt. Und beenden unseren Zug. Ah, Jagddrache. 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 Ja. Ich habe gerade nachgesehen. Die Musik, die ich nehme, zu hören. Ich wollte jetzt die Pfeile nicht spielen, weil ich sie nicht verschwenden will. Wir haben ja eh noch ein paar Lebenspunkte, so kritisch ist es nicht. So, sind wir wieder dran? Ja gut, wir können sein Monster zerstören mit Leichtigkeit, ohne eine Falle spielen zu müssen. Und Angriff. Wir kriegen wieder einen erhöhten Angriffswert. Hab 2, 1 und zack, weg damit. Dann nur noch 3 Karten insgesamt und wir haben auch 3 auf. Insgesamt, ja. Mal schauen, was er macht. Okay, eine verdeckte und eine verdeckte. Haben wir irgendwas dagegen? Ja, wir haben nur Verstärkung und Twister. Haben wir ein normales Monster? Die hätten wir eigentlich raus und sollen. Wir haben nur ein normales Monster. Super. Ja doch, wir haben sogar eins. Lol. Das ist unser einziges. Ja gut, dann greifen wir einfach mal an. Egal, was du für dich gesetzt hast. Ich werde irgendeine nutzlose Karte, ja, dachte ich mir. So. Würde ihm 2000 Lebenspunkte abziehen, wenn mein Monster durch Lebenspunkte ging, aber tut's nicht. So. Endphase. Ein Michael ist irgendwie schön. Jetzt mal verdeckt. Und greifen ihn direkt an. Ich glaube, der verteidigt das zwar. Habe ich irgendwie das Gefühl, jawohl. Das ist super. Zerstören wir den einfach in Verstärkung. Das soll mich nicht abschrecken. So, Angriff. Komm ihn mit. Stimmt, wir können eigentlich Ding machen. Also okay, dann Twister zerstört dann sein Monster durch den Effekt, ist sogar noch besser. Und sagt Tschüss zu deinem Monster. Und nochmal müssen wir entscheiden, wen wir angreifen. Und wir greifen ihn natürlich direkt an. Was für eine Frage. Zack. Endphase. Na. Ja, selbst meine Verdächtige, okay. Ich glaube wieder so eine Verteidigungskarte. Wir werden sehen. Macht ihr Finsternis mit der. Wenn die geflippt wird, kann man eine Feinkarte vom Friedhof holen. Haben wir eine Feinkarte vom Friedhof? Jawohl, Fallgrube haben wir. Und Kunai mit Ketten haben wir. Sehr schön. Ja, komm, greif mal einfach an. Ist ja eh egal. Bam! Okay, Endphase. Jetzt sind wir wieder dran. Ne, er ist dran. Das ist gut, dass wir Verstärkung haben, ansonsten wäre ich jetzt sauer. Gut, da haben wir unsere Angriffspunkte. Jetzt sind sie gleich stark, oder? Weil seine Angriffspunkte senken ja sich um Pokémon. Erstens sind sie gleich stark. Doppelkill. Aber immerhin, sein Monster ist nervig. Sie haben uns vorhin gekillt. Das ist so nervig. So. Und dann flippen wir erst einmal die Maske der Finsternis. Und holen uns die Falle vom Friedhof. Welche das ist, wird euch klar sein. Ich hole mir Kunai mit Kette.
Oh, jetzt haben wir sie wieder auf der Hand und flippen unser Mecha-Bunny. Zack. Mal schauen. Okay, 4, 4, 3 sind 7. Wir können sie Lebens draus holen. Und jetzt holen wir unsere Empfängerkriege. Jetzt haben wir 7 Sterne insgesamt, holen wir uns unseren Psi-Lebenssource her. Einmal, zweimal, dreimal. Synchro. Zack. So, die spielen wir jetzt natürlich. Was für eine Frage? Echt? Wir haben einen Simons auf dem Friedhof. Welche ist denn? Boah, ich muss jetzt husten, ich mach mal kurz Stopp, bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Ich hab's, ja, sie lebens, ja, magische Android haben wir jetzt natürlich. Ja, okay, dann entfernen wir ihn halt einfach, was soll's. Ist zwar ein Synchromonster, ist es schwer wieder zu holen, aber egal. So. Und Angriff! Bam, 2-4000 Schaden. Endphase. Nur noch 16.000 Lebenspunkte und 4 Karten insgesamt. Er muss sich schnell helfen. Ja, gut, wir können unsere Monster wieder verstärken sogar. Weil wir die Kunai vom mit Kette haben, die wir vom Friedhof zurückgeholt haben. Aber machen wir mal das Fieses. Hier nutzen wir unser Wurm und switchen sein kaputtes Monster in die Angriffsposition. Ist maskierter Drache. Können wir sogar gewinnen. Machen wir jetzt mal seinen Drachen kalt. Ja. Machen wir mal. Kriegt 1000 Schaden. Hat damit nur noch 600. Und wir beschwört einen zweiten. So. Jetzt hat unser Wurmbares genauso viel Angriffspunkte wie sein maskierter Drache. Kommen sie deswegen unsere Kunai mit Kette und rüsten ihn damit aus. So. Jetzt hat er 1,9 und damit kriegt er 500 Schaden, wenn es zerstört wird. Hat damit nur noch 100. Aber er kann noch ein Monster beschwören durch maskierter Drache. Und holt sich noch einen. Also seinen dritten. Okay, dann wären es unser Zug. So, im nächsten Zug holen wir den Schöpfer, wenn es glatt läuft. Und da wir noch eine Pfade ziehen dürfen, können wir den Effekt vom Schöpfer aktivieren und ein Monster vom Friedhof des Spezialischen. Wir nehmen dann den Ziellebensdruck. Scheiße. Was? Der macht nichts? Okay, dann sind wir wieder dran. Okay, wir könnten jetzt Doppelkill machen. Ja, dann würden wir ihnen aber keinen Schaden zufügen. Haben wir irgendwas? Ja, super. Warte, die muss glaube ich geflippt werden, oder? Muss die nochmal beschwören werden? Du kennst ja einmal im Zug, okay, es ist nicht egal. Gut, dann ja, holen muss den Schöpfer einfach mal. Oder nee, wir machen es fies. Ich habe das Gefühl, er will mich dann angreifen. Und wenn er das macht, verliert er. Denn er hat 3000 Verteidigung. Dann verlieren wir mit einem Verteidigungsmonster. Endphase. So, was macht er jetzt? Pusti. Verteidigung. Haut sich eine Verteidigung auf, glaube ich. Nein, wir müssen. Es gibt eine Karte, die wir gut verwenden können. Und das ist, die natürlich, ja. Ich hatte allerdings eine andere Karte gedacht, und zwar hatte ich an die Urknallkanone, genau. Geht nämlich durch Verteidigung. Aber Mecha-Bunny ist sogar noch besser. Dann besiegen wir ihn mit einem Häschen, wie deprimierend. Seine Drachen werden gegen mein Häschen fallen. Oh, fällige Drache, habe ich. In real. Okay, dann verlierst du mal schön. Fallen da. Ja, genau, machen wir es einfach mal zum Spaß.
Just for fun, bringt zwar nichts, aber just for fun. Oh, was hat er denn da? Mein Körper ist Schutzschild. Okay. Damit verliert er, denn Mecha Bunny zieht ihm mal 500 ab. Ein zweites Monster, das mich angegriffen hat. So, selber schuld. Du hast verloren. Ich denke nicht, dass es vorbei ist. Wir haben irgendeinen Bonus. Gegner in seinem Zug besiegt Bonus. Auf gut Deutsch. Ich kann es nicht glauben, gegen so einen Kerl. Verloren. Ein Kerl mit einer Brille ist ein Freund von dir? Ja, vielleicht war er hier. So, es lässt uns durch. Und ich mache mal kurz eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns im der nächsten Aufnahmesession wieder, beziehungsweise gleich, weil das Video wahrscheinlich in einem ist. Dann bis gleich.